Ulrich und Lothar de Maizière, zwei Mitglieder einer Familie in Deutschland. Der Onkel machte Karriere als General im Westen, der Neffe war der letzte Ministerpräsident der DDR. Sie lebten in einem geteilten Land, doch über ihre Herkunft waren sie immer verbunden. Die Familie ist sich ihrer hugenottischen Herkunft immer sehr bewusst gewesen. Es ist mein Großvater gewesen, der Ende vorigen Jahrhunderts versucht hat, die Familienherkunft dokumentarisch zu belegen, und es ist ihm das auch gelungen, bis ins Ende des 16. Jahrhunderts zurückzuverfolgen. Der Auswanderer selbst, so wird behauptet, hätte mit Vornamen Charles geheißen. Und deswegen heißen wir alle mit ersten Namen Karl. Er heißt also Karl Ulrich, ich glaube, den dritten Namen weiß Karl ich. Ernst Ulrich. Karl Ernst Ulrich. Ich heiße Karl Walter Lothar nach meinem 1915 in Serbien gefallenen Großvater. Mein Bruder heißt Karl Andreas Michael und deine Söhne heißen selbstverständlich auch Karl. Ulrich de Maizière wollte eigentlich Pianist werden, entschied sich dann aber für das Militär. Lothar de Maizière war einst Musiker, wurde dann Anwalt und Politiker. Die de Maizières haben in beiden deutschen Staaten Verantwortung übernommen. Trotzdem sind sie auch eine ganz normale Familie. Am Ende des Zweiten Weltkrieges trennen sich die Wege der de Maizières, wie vieler Deutscher, für 40 Jahre.